أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Leute, Brüder und Schwestern im Islam. Wir haben Hochsommer. Es ist sehr heiß draußen und viele von uns haben sich über diese Tage gefreut. Schönes Wetter und viele von uns haben Urlaub oder Ferien und wollen ihre Zeit genießen, Spaß haben. Und daran ist nichts Falsches. Ganz im Gegenteil, Allah möchte von uns, dass wir seine Gnaden erkennen, dass wir ihn, subhanahu wa ta'ala, auch durch seine Schöpfung erkennen und ihm dankbar sind. Deshalb ist es nichts Falsches daran, wenn man Spaß hat, in Maßen. Solange es einem islamischen Rahmen geschieht, ist daran nichts Falsches. Und mit einer aufrichtigen Absicht kannst du gerne grillen gehen, kannst du schwimmen gehen, kannst du Ausflüge organisieren und wirst von Allah dadurch belohnt. Aber der Sommer hat auch Gefahren. Wie wir alle wissen, ist das Morgengebet in der Sommerzeit sehr schwierig. Und darüber haben wir schon gesprochen. Und auch, dass die Blicke zu senken auch schwierig ist. Mehr als das, sehr schwierig sogar. Und auch darüber haben wir gesprochen. Und eine weitere Gefahr ist, dass man seine Zeit vergeudet. Seine wertvolle Zeit, die Allah uns gegeben hat in diesem Leben, dieses Countdown, was läuft, wird vor allem in der Sommerzeit missachtet. Ich möchte heute auf eine Sunna verweisen, die im Sommer vergessen wird. Doch bevor ich das mache, möchte ich auf etwas hinweisen. Im Sommer muss man, wie auch im Winter und zu jeder anderen Zeit, die Kleidungsvorschriften beachten. Kleidungsvorschriften, wie wir alle wissen im Islam, ist für den Mann vom Bauchnabel bis zu den Knien. Und für die Frau ist es der gesamte Körper, von Kopf bis Fuß, außer Gesicht und Hände, wie es die drei Rechtsschulen sagen. Und bei Imam Ahmed ist sogar das Gesicht und die Füße zu bedecken Pflicht. Keiner der Gelehrten dieser vier Rechtsgelehrten der Madhahib sagt, dass es erlaubt ist, die Füße zu zeigen. Und deshalb ein Appell an die Schwester, dass sie auch ihre Füße bedecken sollen. Und genauso andere Vorschriften, dass sie nicht zu leicht bekleidet oder zu eng sich anziehen dürfen. Was auch noch wichtig ist, wenn man schon Spaß haben möchte, dann soll man den richtigen Ort und die richtige Zeit dafür wählen. Man kann, wie gesagt, Ausflüge unternehmen, das ist auch gut so. Aber zu welcher Zeit und an welchem Ort? Deshalb wählt das gut aus, nicht, dass man neben leicht bekleideten Menschen dort sein Zelt aufschlägt und grillt oder schwimmt. Und das Dritte ist für neu verheiratete Paare. Dieser Appell ist nicht erlaubt, eine Fatwa der Gelehrten, Intimitäten und Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen. Weder durch Küssen noch durch Umarmen oder sonst, auch nicht mal Hände halten, ist im Islam in der Öffentlichkeit erlaubt. Das ist zu intim. Es gehört nicht in die Öffentlichkeit, ist eine Nachahmung von Nichtmuslimen und großen Sündern und gehört ins Schlafzimmer und nicht vor allen Muslimen und Nichtmuslimen. Ist beschämend, dass man sowas heutzutage
sieht. Ein Mann mit Bart, eine Frau mit Kopftuch küssen sich vor allen Menschen. Man muss sich schämen. Wenn es ein Nicht-Muslim macht, dann guckt man weg. Aber bei einem Muslim schämt man sich noch dazu. Doch zur vergessenen Sunna, das ist das Fasten im Sommer, im Hochsommer. Dann, wenn es den meisten Menschen zu heiß ist und zu anstrengend ist. Abu Darda radiallahu anhu überliefert, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba, auf einer Reise waren. Und er sagte, es war so heiß, dass die Männer ihre Hände auf ihre Köpfe legten, um die Sonne, sich vor der Sonne zu schützen. Mitten in der Reise mussten sie ihre Köpfe halten. Und er sagte, niemand von uns hat gefastet, außer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und Abdullah ibn Rawaha. Und dieser Abdullah ibn Rawaha ist auch ein sehr besonderer Mensch und hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn später mit dem Märtyrertum belohnt. Und Abu Darda radiallahu anhu sagte auch, fastet in den heißen Tagen für die Hitze am Tage der Auferstehung und betet in den finsteren Nächten für die Finsternisse in den Gräbern. Und was auch noch überliefert ist, dass eben Umar radiallahu anhu mal auf einer Reise war mit einigen seiner Freunde. Und sie machten eine kleine Rast und es kam ein Hirte mit seinen Schafen vorbei. Und Ibn Umar radiallahu anhu, wie es sich gehört, hat ihm Essen und Trinken angeboten, doch er sagte, ich faste. Und da hat sich Ibn Umar radiallahu anhu hat sich gewundert. In dieser Hitze, mitten in der Wüste, in dieser heißen Gegend, fastest du freiwillig. Und der Wüstenaraber sagte, ich komme meinen Tagen zuvor, bevor sie mir zuvorkommen. Er sagte, ich komme meinen vergänglichen Tagen zuvor. Das bedeutet, ich komme meinen Tagen zuvor, bevor der Tod kommt und sie mich einholen. Ich mache so viele gute Taten, wie ich kann, bevor der Tod kommt und mich stoppt. Und deshalb hat er freiwillig gefastet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte uns, wer einen Tag auf Allahs Weg fastet, den entfernt Allah eine Entfernung, den gibt, schützt er vor dem Höllenfeuer mit einer Entfernung von 70 Jahren. Das bedeutet eine Entfernung von 70 Jahren bist du vom Höllenfeuer weg, wenn du einen Tag fi sabilillah fastest. Fi sabilillah haben die Gelehrten zwei Meinungen. Die erste Meinung sagt, fi sabilillah im Kampf für Allah. Und die zweite Meinung sagt, um Allahs Willen. Und als Mu'ad radiallahu anhu im Sterben lag, hörte man ihn sagen in der Nacht, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor einem Morgen, der im Höllenfeuer ist. Ich suche Zuflucht bei dir, dass ein Morgen kommt und ich dann im Höllenfeuer lande. Und er sagte, willkommen sei der Tod. Willkommen sei der Tod. Ein Geliebter, der mich in einem Zustand ereilt, in dem ich sehr arm bin und bedürftig. Und er sagte dann, O Allah, ich habe dich immer gefürchtet und heute setze ich meine Hoffnung in dich. O Allah, du weißt, dass ich nicht in diesem Diesseits bleiben wollte, um Flüsse zum Fließen zu bringen und Bäume zu pflanzen
sondern aufgrund des Durstes in der Hitze, weil er gefastet hat. Und er wollte noch in dieser Dunja bleiben, wegen der Anstrengung in der Nacht, das bedeutet in Qiyam al-Layl. Und er wollte in Dunja bleiben, um bei den Sitzungen, in denen Allah gedankt und in den Sitzungen, in denen Allah erwähnt wird, dass er ganz nah bei den Gelehrten sitzt. Das ist, was Mu'ad radiallahu anhu traurig machte, als er im Sterben lag. Nicht, dass er stirbt, sondern dass er all diese guten Taten nicht mehr machen kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich Mu'ad erbarmen und uns auch subhanahu wa ta'ala in seine Barmherzigkeit schließen. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wenn es heiß ist, verehrte Brüder und verehrte Schwestern, sollte ein kluger Muslim an etwas ganz Bestimmtes denken, und das ist das Höllenfeuer. Wenn man in der Hitze ist und es nicht gar nicht mehr aushalten kann in dieser Dunja, wie wird es dann Yawm al-Qiyamah sein, wenn man vor Allah steht? Wenn wir es nicht aushalten können, mehrere Stunden in der Sonne, in der heißen Sonne zu stehen, wie können wir das dann im Höllenfeuer? Und deshalb an alle Brüder und alle Schwestern, die vor allem im Sommer nachlässig sind, die ihre Sommerliebe suchen, die eine Freundin haben wollen, die auf verbotene Plätze zu verbotenen Plätzen gehen, in die Stadt gehen, wo es leicht bekleidete Menschen gibt, in Stadtbad oder andere Bäder, die sollen an Yawm al-Qiyamah denken, an die Hitze. Wenn es heiß ist in Dunya, so ist die Hitze Yawm al-Qiyamah gewaltiger. Wenn man über Jahannam spricht, dann vergehen einem die Worte. Und man möchte gar nicht mehr weiter sprechen. Es betrübt einen für den ganzen Tag, wenn man über Yawm al-Qiyamah spricht und über Yawm al-Qiyamah und Jahannam nachdenkt. Das Höllenfeuer ist gewaltig. Und ich werde nur wenig darüber erzählen. Was euch bekannt ist, aber in dieser Hitze, was nur ein Atem von Jahannam ist, fällt es uns leicht, darüber nachzudenken. Derjenige, der sich verbrennt, der hat nur einen Bruchteil von dem, was ihn erwarten könnte, wenn er so weitermacht in seinem Leben. Und deshalb sollte jeder mit sich selbst abrechnen, sich hinterfragen, ob sein Leben, wie er es gerade lebt, ob das Allah zufriedenstellt. Ob das ihn vor dem Höllenfeuer retten wird oder ob er sich nur selbst täuscht und sich selbst belügt. Allah wird mir schon vergeben. Ohne Allahs Barmherzigkeit haben wir alle verloren. Doch es gibt Mittel, um seine Barmherzigkeit zu erlangen. Was die Größe vom Höllenfeuer anbelangt, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Jahannam herbeigezogen wird gezogen mit 70.000 Seilen. An Jahannam sind 70.000 Seile, und an diesen 70.000 Seilen sind 70.000 Engel in jedem Seil. Es gibt 70.000 Seile, und an einem Seil von diesen 70.000 sind 70.000 Engel und ziehen Jahannam. Wie gewaltig ist Jahannam? Was ihre Tiefe anbelangt, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, eines Tages saßen die Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und hörten ein Geräusch. Sie hörten ein Geräusch wie ein Stein. Und er fragte sie: Wisst ihr, was das war?
Und sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und er sagte zu ihnen, das war ein Stein, der vor 70 Jahren in Jahannam geschleudert wurde. Allah weiß mit welcher Kraft. 70 Jahre ist dieser Stein gefallen. Mit welcher Kraft weiß nur Allah? Und ist nach 70 Jahren angekommen. So tief ist Jahannam. 70 Jahre zu fallen mit einer Geschwindigkeit, die nur Allah weiß. So tief ist Jahannam. Denn Jahannam hat Tiefen. Und das Paradies hat Höhen, Ränge, Stufen. Und Jahannam hat Tiefen, tiefer, tiefer. Und je tiefer, desto heißer. Und was ihre Hitze anbelangt. Wie heiß ist Jahannam? Unvorstellbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, euer Feuer ist nur ein Teil von 70 Teilen von Jahannam. Wenn man darüber nachdenkt, und ich möchte, dass wir alle darüber nachdenken, das heißeste Feuer in dieser Dunja, nehmen wir mal an von einem Vulkan, denn die genaue Hitze weiß nur Allah. Von einem Vulkan wurde gemessen, dass die Lava 2000 Grad Celsius heiß ist. Und unter der Lava ist es 3000 Celsius heiß. 3000 Celsius heiß. Zum Vergleich, um Eisen zu schmelzen, braucht man eine Hitze von 1500 Celsius. Um einen Diamanten zu schmelzen, braucht man etwa 3500 Grad Celsius. Wenn wir davon ausgehen, dass das heißeste Feuer in dieser Dunja 4000 Grad Celsius, 5000 Grad Celsius ist, dann ist Jahannam das 70-fache. 350.000 Grad Celsius. Ich habe euch gesagt, 1500 Grad bringt Eisen zum Schmelzen. Und Jahannam mindestens 350.000 Grad Celsius. Unvorstellbar. Was für eine Hitze. Was für eine Hitze, kann man sich nicht vorstellen. Welches Material, aus welchem Material müssen wir bestehen, Yawm al-Qiyamah, im Feuer, dass wir nicht schmelzen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala wird die Menschen nicht schmelzen lassen. Er wird sie brennen lassen. Allah sagt, لِيَذُوقُ الْعَذَابِ, damit sie die Schmerzen kosten. Deshalb überleg dir das ganz gut, ob du wirklich eine Freundin brauchst in dieser Dunja. Denn für die Menschen, die Unzucht betreiben, gibt es extra Strafe. In Dunya, im Grab und Yawm al-Qiyamah, wenn sie nicht bereuen. Was bringt dir eine Frau, die 20 Männer vor sich hatte und 30 nach dir? Und du willst so eine Frau? Für Jahannam, das ist der Preis. Das ist der Preis für den Sommer, wenn du nicht deine Blicke senken möchtest. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns etwas Schönes beigebracht. Und alles, was er uns beigebracht hat, ist schön. Er sagte, wenn der Diener dreimal spricht,
O Allah, lass mich ins Paradies eintreten. Dann spricht das Paradies. O Allah, lass ihn ins Paradies eintreten. Und wenn der Diener dreimal sagt, O Allah, gewähr mir Schutz vor dem Höllenfeuer, dann spricht die Hölle, O Allah, gewähre ihm Schutz vor der Hölle. Und das höchste und das meiste Bittgebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie Anas überliefert in Bukhari, ist Rabbana, atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, wa qina azab an-nar. Gib uns im Diesseits und im Jenseits Gutes und schütze uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Das ist das Wichtigste, was du bekommen kannst, dass du nicht in der Hölle schmorst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle vor dem Höllenfeuer bewahren und ins Paradies eintreten lassen. Amin. تخرجنا وأنهينا المسيرة بفخر نحمل العلم المنيرة نجوز الدرب حبا للمعالي وثاني دفعة كنا البدور